Ja, nichts leichter als das. Damit wir jetzt einmal königlich schlafen können. Wie wär's mit einem Whisky? Einmal königlich schlafen. So, das hat allen gut getan. Die restlichen Wunden können wir dann ja... Gut. Genau, es ist helllichter Tag. Die restlichen Wunden können wir dann ja beim Tempel kurz heilen, wenn wir dort Tränke kaufen gehen. Was wollt ihr? Kann ich euch helfen? Ja, allgegenwärtige Autoritätsperson. Was? Also 5 Tränke brauchen wir mindestens. Machen wir am besten 10 draus. So. Ihr Zeug? Ja, beinahe unter meiner Würde. Okay. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen. Gut, was wir haben da ein schönes Schwert für dich, aber tu uns den Gefallen bitte und häng es an die Wand. Dann pass auf, dass es kein Mensch klaut. Das ist gerade mal 750 Gold wert, wenn wir es zurückkaufen würden. So, dankeschön, Kumpel. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So. Nichts leichter als das. Jetzt sind wir auch das böse Schwert los und kommen niemals in die Ver... Ach so, die Bolzen. Was? Nichts leichter als das. Die braucht Khalid ja auch nicht ewig rumschleppen. Und da bei uns eh keine Armbrüste verwendet. Das klingt so falsch, das Wort. Crossbows ja, verwendet. Nichts leichter als das. Können wir die Bolzen verkaufen. Mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Und er nimmt sie nicht. Was für eine Freude. Was wollt ihr? Nichts leichter. Wahrscheinlich, weil das ein angefangener Stack ist. Gut, dann sammeln wir sie halt und verkaufen dann, wenn wir 20 Stück haben. Oder finden irgendjemanden, der sie uns abkauft. Vielleicht im freundlichen Arm. Was wollt ihr? So. Oh, ich möchte erstmal kurz das Buch vorlesen. Die Geschichte der Toten 3. Die Geschichte der Toten 3, Knöchel, Beine, Schädelrollen und der leere Thron. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Hintergrundfetzen von Baldur's Gate selber. Vor langer Zeit gab es nur einen Gott der Zwietracht, des Todes und der Toten. Und er war unter dem Namen Jergal, Fürst über die endgültige Bestimmung aller Dinge bekannt. Jergal blühte auf, wenn zwischen Sterblichen oder anderen Mächten Zwietracht herrschte, wenn sich Wesen in ihrer Gier nach Macht oder Hass gegenseitig töteten. Hieß er sie in seinem Schattenkönigreich der ewigen Düsternis willkommen. Da alle Dinge sterblich waren, kamen auch schließlich alle zu ihm, und mit der Zeit konnte er seine Macht zu einem Königreich ausbauen, dem kein anderer Gott das Wasser zu reichen vermochte. Doch letztendlich wurde er seiner Pflicht müde, da er sie zu gut kannte. Ohne Herausforderung entsteht nichts und im Nichts herrscht nichts als Düsternis. In einem solchen Zustand kann nicht mehr zwischen der absoluten Macht und der absoluten Machtlosigkeit unterschieden werden. Ja, wenn man alles hat, was braucht man dann noch? In dieser Zeit erhoben sich 3 mächtige Sterbliche, Bane, Baal und Myrkul. Baal war der Gott des Mordes, Myrkul der Gott der Toten. Bane war, glaube ich, der Gott des Todes, die nach Jergals Macht strebten. Die 3 schmiedeten den ruchlosen Plan, der besagte, dass sie beim Versuch, diese Macht zu erlangen, ihr Leben aufs Spiel setzen würden. Sie schritten auf der Suche nach wirksamer Magie und Zaubern die Länge und Breite der Reiche ab und entkamen immer wieder nur knapp dem Tod. Welchen Monstern sie auch in den Weg stellten und welchen Zaubern sie die Stirn boten, die 3 Sterblichen blieben stets unversehrt. Schließlich vernichteten die 3 einen der 7 verschwundenen Götter und jeder nahm sich einen Teil seiner göttlichen Essenz. Oh. Klingt heftig. Dann reisten die 3 in die graue Steppe und suchten die Knochenburg. Sie kämpften sich einen Weg durch die Armeen von Gerippen, Legionen von Zombies, Horden körperloser Untoter und Litsche, also Leichname. Doch schließlich hatten sie das Ziel ihrer Suche erreicht, den Knochenthron.
Ich beanspruche diesen Thron des Bösen für mich, rief Bane der Tyrann. Ich werde euch vernichten, bevor ihr einen Schritt weiter geht, drohte Baal, der Meuchelmörder. Und ich werde euch eure Essenz für alle Ewigkeit einkerkern, versprach Mykul der Nekromant. Jergal erhob sich mit einem müden Gesichtsausdruck von seinem Thron und sagte, der Thron gehört euch. Ich bin dieser leeren Macht müde. Nehmt sie euch, wenn ihr das wünscht. Ich verspreche euch, als Seneschall zu dienen und zu führen, bis es euch in der Rolle wohl ist. Bevor das erstaunte Trio reagieren konnte, fügte der Todesfürst hinzu, Totenfürst fort. Wer von euch wird Herrscher sein? Die drei stürzten sofort wieder aufeinander los, während Jergal gleichgültig zusah. Als es schließlich den Einschein machte, dass sie entweder alle drei vor Erschöpfung sterben oder eine Ewigkeit lang weiterkämpfen würden, griff der Fürst über die endgültige Bestimmung ein. Wollt ihr wirklich mit gar nichts enden, nachdem ihr all diese Opfer gebracht habt? Warum teilt ihr die Aufgabe des Herrschens nicht untereinander auf und versucht euch gegenseitig an Geschick zu übertreffen, fragte Jergal. Bane, Baal und Mykul überlegten sich das göttliche Angebot und erklärten sich einverstanden. Jergal nahm die Köpfe seiner drei mächtigsten Leichname und gab sie den dreien, so dass sie sich im Schädelwerfen messen konnten. Jeder Sterbliche rollte einen Schädel über die graue Steppe, nachdem sie vereinbart hatten, dass der siegen sollte, der seinen Schädel am weitesten geworfen hatte. Toller Wettkampf! In diesem Augenblick traf Jergal, der Gott der traf Malar, der Gott der Raubtiere, ein, um Jergal zu besuchen. Nachdem er sich schnell vergewissert hatte, dass der Sieger des Wettbewerbs Jergals ganze Macht erhalten sollte, lief er den drei Schädeln nach, um dafür zu sorgen, dass der Wettbewerb unterbrochen würde, bis auch er daran teilnehmen konnte. Bane, Baal und Mykul begannen erneut sich zu bekämpfen, da ihre sportliche Betätigung offensichtlich gestört war. Und Jergal griff noch einmal ein. Warum überlasst ihr die Entscheidung nicht der Göttin des Glücks, damit ihr nicht mit dem Raubtier teilen müsst? Die drei erklärten sich einverstanden und Jergal brach von seinem Skelett die Fingerknochen ab, um sie an die Teilnehmer auszuhändigen. Als Malar von seiner Jagd nach den Schädeln zurückkehrte, musste er feststellen, dass die drei soeben eine Runde des Knöchelziehens beendet hatten. Bane rief freudig aus, als Sieger habe ich beschlossen, für alle Ewigkeit als der oberste Tyrann zu regieren. Ich kann beliebig Hass und Zwietracht sehen und alle, die sich in mein Königreich aufhalten, müssen sich von mir verneigen. Okay, also Bane ist der Gott des Hasses geworden dadurch. Mykul, der den zweiten Platz belegte, erklärte, doch ich wähle die Toten und dadurch bin ich der eigentliche Sieger, denn alles, was ihr beherrscht, Bane, wird schließlich mir gehören. Alle müssen sterben, sogar die Götter. So ist Mykul der Gott der Toten geworden. Baal, der den dritten Platz erreichte, hatte erhob sich seinerseits einen Einwand. Ich wähle den Tod und durch meine Hand wird alles, über das ihr herrscht, Fürst Bane, schließlich an Fürst Mykul übergeben. Ihr beide müsst mich ehren und meinen Wunsch gehorchen, denn ich kann euer Königreich zerstören, Bane, indem ich eure Untertanen ermorde, und ich kann euer Königreich verkommen lassen, Mykul, indem ich niemanden mehr töte. Malar schrie wütend auf, doch er musste sich mit dem Ergebnis abfinden und einmal mehr blieb ihm nur die Herrschaft über die Raubtiere. Und Jergal lächelte nur, denn er war endlich erlöst. Ja, dieses Stück Pergament, ein Haufen Geschichte, aber sie enthält auch ein bisschen was an unserer Hintergrundstory. Was genau, möchte ich allerdings nicht verraten. Noch nicht. So. Ja, ich habe genug davon. Ich schicke jetzt erst einmal Imuen Häuser durchsuchen. Fangen wir mit diesem Haus hier an. Okay, hier steht schon meine Frau drin. Hey, hallo, ich fürchte, ihr habt meine unverschlossene Tür als Einladung zum Eintreten nun missverstanden.
Entschuldigt, wenn ich diesen falschen Eindruck hinterlassen haben sollte. Es war nicht meine Absicht, jeden Fremden auf der Straße hereinzubitten. Ich bitte euch, meine Entschuldigung anzunehmen, wäre aber gleichzeitig auch dankbar, wenn ihr jetzt ginget. Mein Mann ist bei der Garde und ich denke schon, dass er etwas dagegen hätte, dass sich Fremde in seinem Haus befinden, wenn er heimkommt. Ach ja, wir gucken uns nur mal kurz um, gnädige Frau, wenn wir dürfen. Ob ihr etwas Interessantes in euren nicht verschlossenen Sachen gelagert, euren nicht verschlossenen Bücherregalen gelagert habt. Da ist verschlossen. Hier haben wir eine Küche. Denn ich verschwinde jetzt. Okay, hier könnte noch was sein. Gucken wir noch in den Schrank hier. Der ist abgeschlossen. Okay. Hier liegt was drin, nämlich ein Heldentrank. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ein Japis. Also den Heldentrank auf jeden Fall, weil... Ganz ehrlich, den können wir besser gebrauchen als irgendwelche Dörfler. Denn ich verschwinde jetzt. So, es kommt noch der Jungspund der Familie auf die Idee, sich den Heldentrank zu schnappen und ein Kurzschwert oder einen Drachen zu töten. Denn ich verschwinde jetzt. Wir sind keine Diebe. Tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Und ihr? Ich bin Thalys, haltet mich nicht mit Fragen auf zur Seite. Lügt Ymohen ihn an. Entschuldigung, es war mein Fehler, ich gehe sofort. Ja. Also selbst bei Tag sind die Leute hier in ihren Betten und pennen, nur draußen auf der Straße ist nichts los. Nein, diesmal ist das Bett leer. Das war doch dieses Haus, oder? Ja, das war dieses Haus, definitiv. Aber die Betten sind wenigstens leer, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal genau die Stellen hier alle ab. Denn ich verschwinde jetzt. Was? So, Ymohen ist aus dem Haus rausgekommen. Ich würde sagen, ihr sammelt euch mal da, dass wir von... über den Süden aus die Karte verlassen können. Denn ich verschwinde jetzt. Während Ymohen sich die letzten drei Häuser nochmal unter die Lupe nimmt. Denn ich verschwinde jetzt. Freut mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sagt zuerst, freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Und dann meckert sie uns an. Nee, nee. Sieht sie uns hier hinten? Nein, tut sie nicht. Dort sieht sie uns allerdings. Und sie kommt auf uns zu und beobachtet uns. Komm, geh wieder in die dunkle Seite des Raumes. Jetzt will sie uns einkesseln. Und wir wurden bemerkt. Mist. Okay, ich muss das schneller machen, weil da scheint was Schönes drin zu sein. Hier lang. Na, da war nur Gold und eine Rüstung drin. Die Rüstung lassen wir mal da drin. Und das Gold habe ich jetzt mir einfach aus Reflex gekrallt. Hier war nichts drin. Hier war aber was drin. Genau, die beiden Sachen. Ja, Ymohen kann von nichts die Finger lassen. Wir geben da mal Tschüss. Denn ich verschwinde jetzt. So, nächstes Gebäude. Da sind wir nämlich mit dem Block auch fertig. Denn ich verschwinde jetzt. Dann können wir nämlich nach und nach die restliche Stadt so erkunden, so. Der Dummschwätzer. Achso, das war der Schnösel mit seinem Butler. Sagt, was ihr wollt. Hier lang. Ich will nur gucken, was du Wertvolles hast. Du hast aber, soweit ich weiß, fast gar nichts. Genau, weil bei dir ist sowieso irgendwie alles offen.
Und hier schlafen die Leute noch. Schlafender Zwerg. Warum auch immer ein Zwerg bei dem im Haus steht. Ja.